Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mission Luftrettung. Wie gesagt, geht's jetzt hier an der Stelle weiter. Wir müssen zusehen, dass wir den Behälter hier mit Wasser füllen und danach dann zum brennenden Kraftwerk kommen. So. Dann auf zum Wasser. Ohne hier gleich alles zu fetzen. Es geht los. Nein, 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 nein. Ja, also. Ich würde mal sagen, der ist kaputt, ne? So, jetzt haben wir natürlich das Problem, wir können nicht zurücksetzen. Da müssen wir schnell umstellen jetzt. Aktionstaste. Nein, nein, nein. Nächste Seite. Lichtrückkamera, Cockpit frei. Nein, 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 nein. Wo ist denn bitte das Zurücksetzen? Ist ja Neustarten, Button 11. Setzen wir mal auf Button 12. Hoffentlich geht das. Ah, es funktioniert. Hab's geschafft. Jetzt hat er zwar da oben diese Anzeige umgeändert, aber gut, muss ich da nochmal umlegen. Wenigstens haben wir das jetzt erstmal geschafft. So. Jetzt sollte ich vielleicht mit mehr Liebe da reingehen. Ja, kannst du nicht dran haben, das Wasser ist mir doch egal. Da vorne brennt jetzt auch noch unser Hubschrauber. Nein, Tonne. Denk erst gar nicht dran. Ist jetzt einfach so auf dieser langen Strecke, wo der Hubschrauber abgestürzt ist, einfach alles vernichtet. So, wir müssen jetzt aber trotzdem runtergehen. Nein, nicht. Oh. Ich hab vergessen, dass ich keinen Hovermod drin habe. Mit Hovermod ist das nämlich kaum ein Problem. Jetzt schaukelt sich das Ding natürlich gerade auf. Soll halt immer nur unten halten. Dass sie uns nicht hier oben besuchen kommt. Sonst ist es aus und vorbei mit uns. So wie eben. Hat uns die Tonne einfach weggefetzt. So, jetzt einmal absinken bis ins Wasser. Jetzt müsste die Tonne gleich im Wasser sein. So, einmal rausziehen bitte. So, und jetzt dürfen wir natürlich auch nicht es schaffen, dass die Tonne uns hier reinhaut. Wäre äußerst blöd. Oh, liebe Tonne. Komplett aus. Dann sollte die eigentlich auch keine Probleme machen. Nur beim Abbrennen, da müssen wir dermaßen jetzt aufpassen, sonst haben wir ganz schöne Probleme. Das wäre äußerst blöd. In den Bergen müssen wir jetzt auch immer aufpassen. Wenn die Tonne hochkommt, müssen wir halt auch nochmal hochziehen. Zieht uns zwar die ganze Geschwindigkeit dann, aber dann haut es uns wenigstens nicht rein. Wir müssen halt immer so ganz langsam hochziehen. Hochziehen. Ach. Diese Tonne hat schon in sich. Vor allen Dingen mit Wasser. Was? Jetzt haben wir Speed hier. Komm. Rückwärts fliegen ist zwar auch Geschwindigkeit, aber okay. Das ist jetzt ja gerade so anstrengend, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen, so als Zuschauer. Irgendwann sich so, ja, es hat eine Tonne mehr dranhängen. Also, das ist eine Tonne von Gewicht her, sondern so eine Tonne unten dranhängen. Aber das ist ja so umständlich mit dem Ding unten dran, weil es so unberechenbar da rumfliegt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich übertreibe ich es auch. Also, wahrscheinlich ist das realistisch gemacht, nur ich bin wieder so
so schlau und meine, ich müsste einfach Vollspeed damit fliegen. Und deswegen gibt es diese Probleme. Wahrscheinlich darf man mit den Tonnen generell nur, sag jetzt mal, 40 Airspeed haben oder so. Ne? Das kann ja sein, ich weiß es nicht. Das ist halt das Problem. Komm, steigen, steigen, steigen. Komm hier gleich drüber. Und gleich wieder Vollspeed. Eieiei. Entschuldigung, Leute, Entschuldigung. Warum der gerade herkam. So total random. Aber egal, was soll's. Wie pendelt die Tonne? Das ist auch total random. Ich fliege hier mit 120 km/h und die hätte ich besser zu tun, als hin und her zu pendeln. Naja. Wenn sie meint, dass das nötig ist. Ich weiß noch, also es ist langsam mal nötig, wieder hochzuziehen. Erstens geht da vorne den Berg wieder hoch. Zweitens gehen wir als weiter runter mit dem Flügel, den wir gerade hatten. Und wieder leicht nach vorne. Das ist jetzt gerade so eine Sache von Gefühl, so. Bloß nicht zu stark, sonst hast du Probleme. Komm, raus. Okay. Auch ist alles einfach. Werde ich das abbremsen und dann das Löschen wird schwierig. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Wo müssen wir hin? Erstens, zweitens, dass wir dann zu gehen kriegen. Ich glaube, es ist ein Speed raus hier. Das ist jetzt die gefährlichste Stelle, gerade als Speed rausnehmen. Die Tonne ist recht ruhig. Ich fände es ganz gut, wenn ich einen Hover-Mod drin hätte. Aber er will ja gerade nicht wieder reingehen. Wenigstens kann ich somit recht schnell wieder auf normales Speed reinkommen. Okay. Da musste ich gerade mal minimal hochziehen. Hat man gar nicht gemerkt, ich bin auf einmal rückwärts geflogen. So. Da ist schon die Flammen. Ich sehe die Flammen nicht mehr. Wird schon richtig sein. Wenn nicht, stimmt das hier so. Das hat mich alles gelöscht. Tja, wir müssen gleich nochmal losfliegen. Oh, oh, oh. Und es geht bergunter. Das ist gefährlich. Wir haben eine leere Tonne wieder. Wir werden es bestimmt wieder scheißen. So, jetzt kontrolliert einen Sinkflug. Die Tonne wollte uns gleich wieder hier. Ja, ein bisschen Platz. Immer schön sinken lassen. Dann macht das alles keine Probleme. Nur die Sonne macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Uhoho. Weiter runter, weiter runter. Aber eigentlich müsste man gleich unten sein. Müsste ich ja wohl Wasser holen können. Na komm. Braucht das scheiß Fass da ins Wasser rein. Braucht ein Löschwasser.
ansteigen, wieder in die richtige Richtung drehen. Aber mal rausnehmen. Und dann geht's los. Du erst Speed rausholen. Nicht zu viel vor allen Dingen. Nein, 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 liebes Fässchen. Merkt schon, wenn ich merke, das Ding kommt hoch, dann ziehe ich einfach voll nach hinten. Sieht man ja auch gar nicht rechts an der Anzeige. Nein, nein, nein. So, Speed wieder rausnehmen. Also die Leistung rausnehmen, so rum. Wir sollten mal die Flughöhe etwas verändern, glaube ich. Sonst haben wir hier gleich vollkommen im Rauch. So. Dahinter. Okay. Warmort. Wäre ganz gut. Dann halt nicht. Danke, ja. Ich wusste es doch. So. Vorne müssen wir. Eigentlich mal so, ne? Das sollte jetzt aber löschen hier. Komm. Bisschen verteilen so, ne? Erkennt's nicht. Was könnt ihr jetzt noch? Oh nee! Nee, 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 zieh! Ey, brennt doch gar nichts mehr! Da gibt es noch ein anderes Feuer. Verstehe ich jetzt nicht. Naja, wollen wir mal machen, was sie uns sagen. Wenn sie meinen, dass wir das machen sollten. Oh, stopp! Das ist natürlich auch wieder toll, das fast da unten pendelt wieder wie blöde. Ganz ruhig. Wieder toll, dass der wieder angreift hier. Nicht. Liebes Fass. Wäre das sehr gut für mich. Wenn sie mir nicht reinhauen. Oh, danke. Das kann man uns auch gleich immer schön runterfallen lassen, fast schon. Einfach dauerhaft sinken lassen. Na komm. Sinkflug, Sinkflug, Sinkflug. Tja, Leute. Ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wenn euch Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne eine kleine Bewertung da. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge hier an der Stelle wieder. Ich hoffe, dass ich nicht gegen Land fliege. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.